Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold, wo wir die Arena von Teak City betreten. Und was ein unheimlicher Haufen das hier ist, meine Güte. Hallihallo. Mal sehen, ob du es schaffst, unseren Pokémon Schaden zuzufügen. Ja, mit meinem Normal-Pokémon, eine Ratte. Medium Gundula. Meine Güte, hatte die 5 Pokémon? Holladio, die Waldfee. Also, wir fangen direkt an hier bis zum Abendrot. Ne, noch ist es gar nicht so spät, aber die Attacke ist sehr effektiv und ich sehe unser Radikal schon kommen. Das wird hier einfach die gesamte Arena eben kurz sweepen, nehme ich mal an. Ne, möchte ich nicht wechseln und notfalls kann unser Dundee auch noch bis, von daher ist diese Arena hier zu diesem Zeitpunkt des Spiels, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet, nun wirklich überhaupt kein Problem eigentlich. Ich habe natürlich noch das ein oder andere Pokémon mit einer Beere ausgestattet und weiß jetzt gar nicht, wie es meinem Pflanzset geht, sondern ich nehme jetzt hier erstmal der Reihe nach alles auf. Dalidali erreicht Level 19, sehr schön, und versucht Tiefschlag zu erlernen. Oh, cool. Ja. Tiefschlag ist nämlich auch Unlicht und zwar ist das Stärke 80. Ermöglicht den Erstschlag, gelingt aber nur, wenn der Gegner gerade eine Attacke vorbereitet. Ja, ist an sich... was? Moment. Tiefschlag lernen, ja. Aber wofür? Muss ich jetzt noch kurz entscheiden. Eine Attacke vergessen, ja bitte. Ich würde sagen, für Ruckzuhieb, weil, ne? Einfach so. Mit Erstschlaggarantie macht nichts. Wir haben eh eine super Init, also von daher ist das jetzt nicht so das Problem. Und eine sehr, sehr starke Dark-Type-Move oder Dark-Type-Attacke können wir durchaus gebrauchen. Deswegen schickt das nächste Nebulak raus. Und dann... Naja, noch kommen wir mit Biss erstmal klar. Ich denke mal, den Tiefschlag hebe ich mir jetzt mal für was anderes auf. Bams. Nein, möchte ich nicht. So, also dementsprechend wirkt Tiefschlag nur, wenn das Pokémon wirklich gerade dabei ist, anzugreifen. Wenn es jetzt irgendwie eine Status-Attacke oder so machen würde oder sich selbst heilt oder was weiß ich, mit Erholung, Synthese und so weiter, dann würde die Attacke nicht funktionieren. Aber macht nichts, weil ich sehe gerade, unser Biss macht diese ganze Arena irgendwie lächerlich einfach bis hierhin. Nein, da möchte ich nicht wechseln. Radikal ist so gut wie auf dem Weg und dann ist es auch noch entwickelt. Und wird einen noch höheren Angriffswert haben. Ich bin begeistert. 1A-Wahl würde ich mal behaupten. Aber wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen. Fast Level 20. Schade. Medium Gundula. Aber gefällt mir. 5 Pokémon. Also das ist... Wow. Ja, danke. Mist. Da bin ich wohl runtergefallen. Und das nächste Medium. Bist du verwirrt, weil du nicht weißt, wohin du hingehen sollst? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Also so verwirrt bin ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, aber... Medium Dorothea. Ah, die nur 2 Pokémon hat, dafür aber schon mal ein Alpollo. Ey. Dead Wolverine. Und wir probieren einfach mal den Tiefschlag, weil ich davon ausgehe, dass es fehlschlägt. Das ist natürlich bitter. Ah, Horrorblick, Arschloch. Na gut, kann nicht fliehen, macht nichts. Dann wirst du jetzt aber angreifen. Komm, greif an. Immer noch nicht. Fluch, ah, was ein Affe. Natürlich bitter, dass man dann nur 5 AP hat. Da muss man sich ja vielleicht doch schon ein bisschen sicherer sein, dass man tatsächlich angegriffen wird. Aber jetzt können wir den Biss einsetzen. Ah, das ist schneller. Damn it. Bitte, bitte, triff, 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 triff. Bitte, bitte. Komm schon. Komm schon. Nein. Autsch. Oh. Mir fällt gerade so ein, Alpollo kann uns wahrscheinlich auch gar nicht angreifen, weil es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nur... Wechseln mal über schnell, sonst verliere ich Dalidali hier. Das wäre unnötig, bevor wir ein Radikal bekommen. Ich habe übrigens Tattoo mitgebracht. Komm, probieren wir den einfach mal aus hier. Ach nein, wir können gar nicht ausgetauscht werden. Verdammt. Gut, dann können wir dich aber heilen. Das kriegen wir gerade noch so hin. So, ich habe noch ein paar Supertränke mitgebracht.
Ah, der verdammte Fluch. Schwupps. Dalidali ist bereits verwirrt. Wir nehmen uns den Fluch wieder an. Und hoffentlich sind wir jetzt nicht mehr verwirrt und snappen mal ein bisschen out hier. Komm schon. Oder triff einfach, ist mir auch egal. Ach, Dalidali. Oh, 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 oh. Ah. Ja, so dauert der Kampf natürlich sehr schnell länger als nötig. Ah, die Sache ist, es kann uns, wie gesagt, nicht angreifen. Sorry, Leute. Nächster Supertrank. So war das nicht geplant hier. War natürlich clever so gesehen mit dem Horrorblick und dann diese Drecksverwirrung. Wir sind bereits verwirrt. Der Fluch schlägt wieder zu. So, und jetzt wirst du wieder Konfusstrahl machen. Das geht daneben und wir snappen aber out, oder? Komm schon. Ach man, ey. Nee, komm. Ey, was? Das habe ich jetzt echt so oft gehabt. Dreimal hintereinander, ne? Das ist zum Kotzen. Jetzt riskiere ich es einfach. Ist egal. Ja, sicher. Viermal hintereinander. Natürlich. Warum auch nicht? Wir hatten fast ein Radikal, aber ist nicht so schlimm. Ach Mann, ey. Gott. Also das war jetzt echt mega unnötig, aber... Down. So, Leute, und jetzt kann ich euch schon mal eins sagen. Ich halte es immer noch nicht für unbedingt notwendig, aber ich werde jetzt natürlich, auch wenn wir Level 28 erreichen, einmal kurz rausgehen, weil eine bessere Chance, ein Radikal zu kriegen, bekommen wir nie wieder. Und deswegen werde ich nach diesem Kampf einmal kurz meine Pokémon heilen. Und dann werden wir Radfratz hier ruckzuck entwickeln. Bis, ich bin schneller, sehr schön. Und das reicht, um Alpollo auseinanderzunehmen. Jawohl. 45 Erfahrungspunkte, die wären echt nice gewesen, aber auch dann, die kann diese natürlich ganz gut gebrauchen. Gibt's jetzt nur hier noch eine Trainerin? Gibt's sogar. Ja gut, komm, dann nehmen wir die auch noch. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht, dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel miteinander durchgemacht. Ja, ein ganzes Jahr immerhin, ne? Also... Hallo Medium Kleopatra. Leicht arroganter Name, Level 22 und... Oh, Omelette ist im ersten Slot. Macht nichts, wir können Sondersensor. Oh, wieder dieser Drecksfluch. Der uns aber diesmal nicht wirklich viel anhaben dürfte, denn dieser Sondersensor hier sollte killen. Nehme ich doch mal an. Jawohl. Down. Wow, fast Level 23, das ging flott. Und ich glaube, das war's auch schon. Ja, danke. So, jetzt muss ich hier so rumlaufen. Nein, nein, nein. Ja gut. So, Leute, da sind wir wieder ganz kurz. Ich habe zwei Anrufe von meiner Mutter bekommen und ihr seht hier einmal 5 Teriro-Bären, die als gehaltenes Item besonders effektive gegnerische Attacken vom Typ Drachen schwächen. Und Burleo-Bären habe ich mir gerade auch noch abgeholt. Gegen Unlichtattacken. Also gar nicht mal so schlecht. Da hat Mutter ja sinnvoll eingekauft. Und jetzt versuchen wir uns hier mal ganz fix, wow, vorsichtig um die Gegner herumzuschleichen. Nein, wir wollen hier hoch. Ach Gott, das ist ja noch eine. Ach, da muss ich auch noch rumlaufen. Na toll. Aber egal, Radfratz ist wieder da und dementsprechend sollten wir nach diesem Kampf hier ruckzuck eigentlich ein Radikal haben, auf das ich schon sehr, sehr scharf bin. Hallöchen, Biss. Bams. So, wie ihr schon gemerkt habt, Tiefschlag bringt uns jetzt hier nicht so wirklich was, aber es könnte trotzdem später noch eine relativ nette Attacke werden. Und ansonsten lernt Dalidali auch noch genug Attacken, um das Ganze wieder vergessen zu machen. Als nächstes kommt ein Alpollo. Da möchte ich gerne wechseln, weil Level 20 haben wir jetzt und... Da warte ich gerne die Entwicklung ab und lasse dann die hier die Arbeit machen. Der kann diese tollen Erfahrungspunkte genauso gut gebrauchen. Ich weiß, wir vernachlässigen momentan ein bisschen unser Vati. Ne, unser Storm ist mir auch schon aufgefallen. Wir wollen eigentlich irgendwann mal einen Ampharos bekommen, aber naja, man kann hier alles haben. Und als nächstes kommt noch ein Nebulak. Das nehmen wir auch gerne noch mit.
Also ihr seht schon, bis... Ich habe es ja schon in Pokémon Gelb mehrfach gesagt, wo es mich ziemlich aufgeregt hat, dass es den Typ Unlicht noch nicht gab. Aber diese Attacke ist einfach zu einem so frühen Zeitpunkt im Spiel für so viele Pokémon erlernbar, dass es einfach das Ganze ziemlich, naja, simpel macht, wenn man dort auf Psycho oder eben Geist-Pokémon trifft. Dalli-Dalli entwickelt sich zu Ruckzuck, Dalli-Dalli, Zack-Zack, ZZ ziemlich zügig. Sehr schön. Da ist er. Glückwunsch, dein Dalli-Dalli wurde zu Radikal, dass sich hier wie angekündigt eigentlich durch die gesamte Arena beißt. Grimasse brauchen wir nicht lernen. Da bin ich jetzt nicht so wirklich scharf drauf. Nein. Wir wollen stattdessen hier möglichst fix weitergehen. Ja, danke. Ah, danke. Okay. Also natürlich ist es jetzt nicht schwer, es ist kein Rätsel oder so, ne? Ihr seht das hier mit diesen Dunkeleffekten. Aber es ist... Nein, nein, nein! Es ist schon irgendwie ein bisschen nervig. Von daher, ups. Bewegen wir uns mal über ein bisschen langsamer. So. Da. Und dann sind wir auch bei Jens angekommen. Es wird Zeit für den Arena-Kampf. Jens gegen Nerd, Jens gegen Jens. Willkommen, hier in Teak City werden Pokémon schon seit jeher als mythische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass diese Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Und nach dem Kampf wird er dann wahrscheinlich endlich einsehen, nein, wir sind hier derjenige, der gerne Ho-Oh haben möchte. Dafür ziert er ja hier unser Overlay auf der linken Seite. Hallo Nebulak in Level 21. Mal sehen, wie du mit unserer Ratte klarkommst. Eine Runde Biss. Hat nicht mal gereicht, obwohl wir schon entwickelt sind. Nicht schlecht. Horrorblick, wir können nicht fliehen, haben wir auch nicht vor. Wie gesagt, Dalli Dalli sweept hier die Arena und er setzt auf den Hypertrank. Hoffentlich kann dieser Biss dafür killen. Nice. Auch nicht schlecht, ne? Ein Normal-Pokémon sweept eine Geister-Arena. Als nächstes kommt Alpollo, da wollen wir nicht wechseln. Wir gucken erstmal, wie weit wir so kommen. Hallo Alpollo. Hypnose ging zum Glück daneben. Das ist so ein bisschen seine Strategie hier. Nice, wir kriegen den Crit. Dalli Dalli macht's hier möglichst fix, so wie man das von ihm gewöhnt ist. Bin begeistert und wir erreichen schon Level 21. Training läuft also wie geschmiert. Als nächstes kommt Gengar. Da möchte ich wechseln, weil wir haben schon Radikal, von daher würde ich diese Menge an Erfahrungspunkten gerne unserem Dundee überlassen, der damit Level 29 locker erreichen sollte. Hallo Gengar in Level 25. Biss. Tiefschlag. Ey, Arschloch. Ist hier meine Strategie. Aber komm du erstmal auf unseren krassen Biss klar. Oh, er hat eine Zitrobeere. Ja, ein Klassiker. Wir schieben noch ein Biss hinterher und er setzt auf Spukball. Autsch. Wow. Und Gengar hat ja bekanntlich einen sehr, sehr hohen Spezialangriff. Das ist echt das größte Problem an Gengar überhaupt. Da haben wir uns jetzt ein bisschen beschissen hier. Denn diese 1000 Erfahrungspunkte, die wollen wir natürlich gerne haben. Level 29. Wow. Nice. Und als nächstes kommt noch ein Alpollo. Da wollen wir nicht wechseln, denn wenn wir zugrunde gehen, dann ist das eben so. Dann holen wir unser Radikal wieder raus und machen den Rest hier klar. Oh nein, noch nicht. Ich glaube noch an einen Sieg. Ja, ja, ist klar. Ups, da kommt der Nachtnebel. Der dürfte uns tatsächlich killen. Jawohl. Schade, schade. Aber das ist eben auch der Riesenvorteil, wenn man ein Normal-Pokémon mitbringt. Denn gegen Radikal haben diese Attacken alle keine Wirkung. Und von daher können wir Tiefschlag ausprobieren. Ich gehe nämlich davon aus, dass er angreifen wird. Nicht... Ah, da hat er uns predicted. Okay, klar, wir sind gestorben. Also es war jetzt kein unvorhersehbarer Wechsel.
Fair enough. Dann müssen wir wohl bei Biss bleiben, weil jetzt kann er uns nicht mehr wirklich Schaden zufügen, außer mit Fluchen natürlich. Und damit hat er den Kampf oder die Niederlage selbst besiegelt. Dieser Biss reicht und wir haben den vierten Orden. Woo! Nice. 621 Erfahrungspunkte für Dali Dali. Ach, ich verstehe das einfach nicht. Ich könnte es dir erklären, aber meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals... Naja. Aber gut. Hier, nimm diesen Orden. Nerd erhält den Phantomorden. Jawohl, Nummer 4. Damit ist die obere Reihe unserer Schatulle unten links gefüllt. Und mit dem Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacke Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und jetzt, nimm bitte noch das hier. Wir kriegen auch noch TM30, das sollte Spukball sein, richtig? Jawohl, daran befindet sich Spukball. Verursacht nicht einfach nur Schaden bei deinem Gegner, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung. Nice, wir haben ja selber einen Rick Ghastly. Und wir nehmen mal hier die Abkürzung aus der Arena, fallen mal eben kurz in diesen See der Leichen oder was auch immer das sein soll. Tja, so einfach geht das. Coole Aktion. Wie gesagt, ob ich jetzt Rick irgendwann nochmal zu Apollo trainiere, der würde ja selber Spukball lernen. Oder ob ich Spukball eher irgendjemandem beibringe. Das schaue ich mir alles mal offscreen an. Aber wir haben unseren vierten Orden und viel wichtiger ist, wir können jetzt ein paar nette Nebenquests erledigen, bevor wir uns die nächsten Orden und beschaffen und uns aufmachen zur nächsten Stadt. Denn wir können jetzt ein paar nette Orte mit Surfer erreichen. Das alles werden wir uns aber in der nächsten Folge ansehen. Die Arena haben wir, wie gesagt, hier ganz locker gesweept und damit schon wieder... Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann Daumen nach oben wie immer. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und über die Infokarte oben rechts findet ihr die nächste oder aber auch die letzte Episode. Und damit bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Euer Jens von Nerdy Talk.